Aber jetzt muss ich ja erstmal Clone Wars gucken, damit wir das hinter uns bekommen. Danke für die GGs. Haben Sie Dank. Hat von zwei Bier jetzt noch nicht. Achso, noch zwei dann Bier. Ja. Falsch gelesen, sorry. Ein Neuanfang für die Shitty. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are shit there. Oh, won't you please take me home. Wir sind dieses grauenhafte Käferdings los. Und das Wetter ist wieder schön. Leider scheint Bofsa in dem Aufruhr entkommen zu sein. Wir sollten uns an seine Fersen heften. Wir haben noch nicht genug Schmonde. Gehen wir doch einmal in die City suchen. Ja, ja, klar. Adieu. Habe ich jetzt die ganzen Checkpoints noch frei oder muss ich das jetzt hier zu Fuß machen? Das wäre ja fürchterlich. Was willst du denn von mir? Hera! Bürgermeisterin Palpatine ist echt der Knaller. Ich frage mich, was sie nach der jüngsten Aufregung vorhat. Sicher nichts mit Senaten. Ich rief heute die Hatterin an, die hieß ohne Witz Christina Krutz. Selbst der Vorname passt fast. Das kann kein Zufall sein. Ja shit, jetzt haben die Leute raus, was ich sonst noch mache von zu Hause aus. Wie kriege ich das denn resettet? Wie kriege ich das resettet? Hashtag Hüppe, yes! Jetzt kommt der ganze Chat erst nach. Das kommt hier in Schüben an. Kann ich das nicht machen? Ach, guck mal, ich kann Maro noch gar nicht machen. Ja, fuck. Das ist ja für ein Scheißspiel. Ah, so, jetzt. Deine Mutter, ey! Du hast ganz schön dumme Busen. So. Nein, kein... Lass dich nochmal drei... Aber zwei Sekunden später... Kreuz, jetzt mach doch endlich Seilchen springen! Zwei. Wie habe ich das irgendwann mal bis 100 geschafft? Ich weiß gar nicht, wie ich das, starten soll. Wie viel brauche ich? 100, ne? Ja, ist jetzt gut, ey? Nein! Ich habe einen Mond gekriegt, lass mich, so. Ja, ich weiß, da gibt's einen Bug, aber das darf ich natürlich nicht machen. Stell dir mal vor, ich nutze jetzt einen Bug für diese Aufgabe aus. Also ganz ehrlich, dann würden Leute auf einmal von Discord herkommen, die ich seit zwei Jahren nicht mehr im Stream gesehen habe, nur um mir zu sagen, dass ich ein Arschloch bin. Das glaub mir, das kann ich nicht machen. Es gibt Grenzen, die ich nicht überschreiten darf. Ist der jetzt schon freigeschaltet, ist die Frage? Oder er muss wahrscheinlich, ne? Ich möchte das gerne lieber von der anderen Seite wahrscheinlich machen. Vorhin geht der Chat auch nicht. Hast du irgendwelche Chat-Probleme oder liegt das bei uns hier am Router? Weil wenn das bei uns am Router liegt und das sonst keiner hat, werde ich wahrscheinlich gleich einfach mal den Router neu starten. Ja, ich kriege das hier immer so in Chunks. Mir kommen dann immer, auf einmal kommen dann irgendwie 30 Nachrichten gleichzeitig. Aber Gott sei Dank habe ich den Chat-Bot, mit dem funktioniert es immer noch halbwegs. Wie genau habe ich das im Stream geschafft? Irgendwie im First Try? Wird das immer schneller? Ah, jetzt nicht mehr.
Ja, was soll ich sagen? Ich scheine, was Seilspringen angeht, scheinbar sehr, sehr talentiert zu sein. Cheers. Cool. Floppt. Danke euch, danke euch. Sehr gut. Bin ich mit zufrieden? Habe ich das schon mal hinter mir? Ein für alle Mal. 100 davon zu blöd, keine Ahnung. Das hat bestimmt was mit meinem natürlichen Taktgefühl zu tun, von dem ihr täglich Zeuge seid. Der Chat hat gegangen? Ja, der, scheinbar hat Twitch gerade Probleme. Keine Ahnung. So ist das Leben. Solange der Stream erstmal noch läuft, bin ich für den Moment erstmal zufrieden, halbwegs. So zufrieden, wie ich sein kann. Dann muss ich die jetzt schon, jetzt muss ich später erst machen, ne? Die Tönnisse. Ich kann mich daran erinnern, die irgendwann mal gesammelt zu haben, die Musiker. Für eine Band. Of Doom. Of Brothers. Eine Band of Brothers. Ist hier nichts? Ist hier gar nichts. Ja, dann leck mir doch kreuzweise, du kleiner Dödel. Dödel. Weniger Taktgefühl, mehr Bullet Hell. Ja, das spricht natürlich dafür, dass meine spielerische Qualität auch einfach höher ist. Ich weiß nicht, wie ich sonst jetzt drehen soll, sorry. Aber das kannst du wenigstens, ja, immerhin. Buttspot ist on fire. Ja, ich vermute mal, dass auch das damit zusammenhängt, dass Twitch gerade Probleme hat. Das resettet auch häufig die Bots, die so unterwegs sind. Ach, Moment. Ach, hi. Was hast du mir denn zu erzählen? Hi. Nun, New Dank City bedeutet mir alles. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Du musst unbedingt zum bevorstehenden Festival kommen. Ich möchte dir und der Stadt gerne meine Dankbarkeit mit einer kleinen Überraschung zeigen. Meinst du, du könntest 4 Musiker für mich auftreiben, die mich bei meinem Auftritt unterstützen? Wie zum Beispiel diesen, Gott sei Dank, nicht willkürlich platzierten Drummer hier? Das wäre doch fantastisch, oder? Kreuzbrust, das bin auch ich. Entschuldigung, ich habe das Gespräch zwischen Maroy und Bürgermeisterin Perpetin mitbekommen. Es freut mich zu hören, dass das Festival wieder stattfinden soll. Lang ist's her. Sollte die Frau Imperatorin meine Dienste wünschen, wäre ich sofort dabei. Buttnote? Yes! Ach, die geben mir auch Schmunde. New Dongle City, exakt. Habe ich schon einen Namen, Maxcheck, gesagt? Hi, haben wir uns heute schon gesehen? Sorry, ich bin ein bisschen durcheinander, weil Twitch gerade die ganze Zeit streikt. Hi, danke dir fürs Host. Muss ich jetzt wieder raus? Party People! Wieso Palpatine? Warum nicht? Glaub mir, wenn ich irgendwas gelernt habe aus den letzten Jahren und Monaten Film und Fernsehen, dass diese ganzen Bürgermeister irgendeinen Dreck am Stecken haben, da können wir sie doch auch einfach bei ihrem Namen nennen, oder? Wir müssen doch da nicht so tun, als würde sie anders heißen. Hi. Oh, der Bassist. Dum, bum, bum. Warum das trübe Gesicht, Kumpel? Kann ich was für dich tun? Wie zum Beispiel Bass spielen? Aha, so. Die Imperatorin ist ganz schön gewitzt. Egal, ich bin jedenfalls jederzeit bereit. Let's go. Yay. Danke für den Mond. Warum liegt dir ein Mond rum? Warum hast du einen Bass im Anus? Irgendwie sowas um den Dreh. Magst du Palpatine nicht, Dave? Hast du wirklich was gegen das Senat? Traust du dich das wirklich, das im Internet zu sagen? Das wäre schon ganz schön gewagt. Einer war vorhin da noch, ne? Bier? Nee. Ich habe gerade schon eins. Wir haben jetzt 7, wenn ich das richtig zähle. Da. Möchtest du was Bestimmtes von Frauen hören? Wir können ja jetzt einfach mal für Pat selbst, kann Frauen einfach mal selbst aus dem Mikrofon kommen. Nicht? Frauen kann das jetzt, soll Frauen das hier vorlesen? Ist das in Ordnung? Hey, guck mal, das fehlt, willst du ein Autogramm? Ach, ich hab schon von dir gehört. So ist ein Musiker, die mit der Imperatorin auf dem Festival aufreden, hab ich das richtig verstanden? Die Bezahlung für eine Veranstaltung ist auch nicht zu verachten. Das hast du nicht gehört, ja? Ich bin dabei. Tight. Yay, warte. Yay! Ich möchte wahrscheinlich nicht wissen, wie es geklungen hat, oder? Möchte ich das wissen? War es gut? Kurz kommt manchmal in den Hintergrund. Ja, manchmal komme ich im Hintergrund angelaufen und wink einmal brav in die Kamera. Und dann trinke ich Alkohol.
Das ist das Knie, die meist im Stream machen. Winken und Alkohol trinken. Und manchmal eine Bimbusel essen. Aber natürlich auch ansonsten dafür sorgen, dass der Stream überhaupt funktioniert. Sonst hätten wir nämlich gar keinen. Richtig derbe Fluchen. Alle verfickte Kackenscheiße! Die verfickte Kackstrom Pitch. Gut. So. Frauken wird immer. Frauken wird ganz, ganz selten wütend. Es sei denn, es geht um eine ganz, ganz bestimmte Person. Da wird sie instant aggressiv. Aber instant. Ja, Frau gesagt gerade, es geht im Moment auch. Das ist richtig, weil wir zu der Person kaum Kontakt haben. Im Moment haben wir absolut keinen Kontakt zu der. Moment, muss ich 3 Musiker sammeln oder 4? Habe ich schon alle? Shit, Moment. Fehlt noch einer oder bin ich fertig? Was haben wir denn? Ich habe alle, ne? Es sind 4, okay. Wusste ich natürlich noch. Ich habe natürlich aufgepasst. Okay. Wo ist denn der letzte? Die Musik ist so episch. Oh Gott. Das Spiel ist schon fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Abgesehen von dem scheiß Board, das in meinem scheiß Mikrofonständer festhängt. Gibt der mir Monde? Hallo? Willst du mir einen Schmond geben? Großartiger Pro. Ja. Endlich mal jemand, der meine Skills erkennt. Oh, hi. Das möchte ich wahrscheinlich gerne haben. Warte. Okay, cool. Es ist übrigens auch die habe ich den Trompetentypen? Nein. Das ist jetzt wieder die Antwort. Das ist heute die Live-Antwort auf die Frage. Kurz, warum spielst du denn immer so wenig 3D-Spiele? Ach, ich weiß auch nicht. Das ist natürlich reiner Zufall und ich mache das, wenn überhaupt, um irgendwen zu ärgern. Ja? Das hat nichts damit zu tun, dass ich einfach unfähig bin. Hallo? Ich bin gut in diesem Spiel, ja? Manchmal sogar noch ein bisschen besser. Es ist aber keiner. Aber von hier ist ein guter Aussichtspunkt. Sehe ich von hier aus irgendwelche Saxophonspiele? Oh, jetzt kriege ich aber Höhenangst. Ja. Ach, da ist er. Ach, hi. Moment. Challenge accept. Moment. Ist das möglich? Aber ich dachte jetzt wieder, habe ich den komischen Tod von vorhin wieder gut gemacht? Ist jetzt alles wieder in Ordnung? Hi. Was führt dich den weiten Weg hierher? Ja, ich weiß auch nicht. Die Imperatorin? Verstehe. So ist es also. Danke für die Einladung. Es ist eine Ehre, am Festival mitzuwirken. Jump up in the air. Da, 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 da. Yes. Ich ärgere dich jeden Tag? Du bist umwerfend. Du hast alle Musiker, die wir benötigen, zusammengetrommelt. Getrommelt. Stimmt, wie kommt er darauf? Und warum spielt er da oben Trompete? Und was sagen seine Nachbarn dazu? Leider hat sich ein neues Problem aufgetan. Das unterirdische Stromkraftwerk funktioniert nicht. Ohne Strom können wir kein Festival veranstalten. Du kennst dich nicht zufällig mit Stromarbeiten aus, oder? Ha. Wir gucken mal, was sich machen lässt. Weil du es bist. Weil du es bist. Was ist denn Chuck? Achso, ich hab doch. Achso, trinken. Ja, habe ich gerade gemacht. Ich hoffe, Niklas ist zufrieden. Der Nirkilaris. Den will ich alle umwerfen. Beeindruckend, dein Kunststück eben. Hut ab. Welches Kunststück? Oder meinst du den Sprung von einem Dach zum anderen? Ja, das war. Sehr, sehr gefährlich, sehr, sehr dumm, aber natürlich auch sehr, sehr elegant und fantastisch.
Oh, Buddy, Buddy, Buddy! Buddy, Buddy, Buddy. Eine Ratte. Oh, sie hatte zwischenzeitlich... Sie hatte zwischenzeitlich einen Helm auf. Die. Oh, Logi, grüß dich, hi, wie ist die Lage? Ja, ja, Chat spinnt gerade rum. Ich bin ein bisschen erleichtert, ehrlich gesagt, gerade. Ich meine, es war scheiße und doof, aber ich bin gerade fast ein bisschen erleichtert, dass es nicht an mir liegt. Es ist mir immer ein bisschen lieber, wenn es an Twitch liegt, als an mir. Also kann ich zumindest nichts dagegen tun und muss nicht irgendwie Pangst und Arnik haben. What is my Aufgabe? Watcher wie du, wie sie tranken, Krasel. Watcher wie du, wie sie tranken, Krasel. Ah, ah. Watcha wie du, wir sind dranken, Grasel, early in the morning. Hooray and up she rises. Wann bist du hier hingekommen? Du steckst davor nicht mit denen unter einer Decke? Frau Palpatine? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich hier hingekommen bin. Also, ich hab das hier mit Sicherheit nicht vorbereitet. Ich sehe ganz gern selbst nach, was immer in der Stadt so vor sich geht. Der schließt auch das Stromkraftwerk mit ein. Die Freunde von diesem Ungeheuer haben es also bis hier runter geschafft. Ja, heiliger Strohsack. Was kann dafür nur die Lösung sein? Achtung. Bitch, yes. Da ist das Dingen. Immer New Dank City Power. Haben wir denn genug Schmone für die Power? Oder müssen wir noch ein paar Schmone für die Power suchen? Jetzt schon alle Checkpoints aktiviert? Ach ja, das ist tatsächlich. Das wäre tatsächlich ein Argument, ja. Die Vibratorin ist da. Ja, sehe. Und du? Hallo? Ach, das passiert jetzt. Ach komm, erstmal der Hut ist weggeflogen. Pat! Nicht jetzt hier einfach. Ihr, weißt du, nicht. Ihr Wochenende ist später, Alter. Klatsch. Kladderadatsch. Angst ist ein Mittelstück aus Angst. Das sind Monde. Gebe sie mir. Das ist ja schon auch irgendwie ein bisschen... Das ist doch... Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch... Die hat doch Dreck abschenken, Alter. Wundervoll, Maroy. Du bist ein Klempner mit vielen Talenten. Herzlichen Dank. Nun steht dem Festival nichts mehr in the way. Jetzt können wir endlich das Festival öffnen. Die Party kann beginnen. Oh, hey. Würdest du uns die Freude machen, an unserem Festival teilnehmen? Nächstes Mal. Yes, beste Stelle im Spiel, trotz verbrannter Monde. Fantastisch, ich kann es nicht erwarten, mit dir das Tanzbein zu schwingen. Ich schwing gleich mal ein ganz anderes Bein. Ladies and Gentlemen, welcome to the New York City Festival. A celebration of the history of our city. And now, to get... Wer hat sie erschrocken? Yoshi hat sie erschrocken? Willkommen zum Copyright-Claim dieses Videos. Bester Mario-Moment aller Zeiten, definitiv, ja. Das würde ich jederzeit so unterschreiben. Richtig gutes Lied. Jetzt alle! Episch, das Shit, Alter. Ooh, my One-Up-Girl, ja. Yeah. Knie sie auch mein One-Up-Girl? Let's mal do the Odyssey, Alter. DK? Pfui. Odyssey.
Oh, das ist sehr. Jabba-bidda-boo. Schneebel-dibbel-doo. Oh, heiliger Frame-Drop. Das sieht am Mikrofon fast aus wie ein Stripper-Pot. Vielen Dank für die Teilnahme am Festival. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Aus diesem Grund möchte ich dir ein Dankeschön überreichen. Yes, 3 Schmunde für uns, Bitches. Nice, ist der Scheiß, cool. Der Wonderboy. Ich bin der Wonderboy für Imperatorin Palpatine. Cheers. Palpatine. Palpatine. Muss ich irgendwas machen? Achso. Ich habe mir das auch noch eine halbe Stunde angeguckt. Das ist okay. Damit komme ich absolut zurecht. Yes. Cool. Edels. Edels. Einer der besten Stellen in Mario, in der Geschichte von Mario, oder? Vielleicht die. Ist es die coolste Stelle in der Geschichte von Super Mario? Also ich würde sagen ja. Ehrlich gesagt, fuck, ich habe ein Bier zu früh getrunken. Egal, dafür war es das wert. Nehmen wir. Better Call Saul Petit, genau. Festival Speedruns, yes. Ich wäre fast dazu bereit. Wenn ich nicht so fürchterlich schlecht in 3D spielen will. Sorry, Elche, sorry. Was kann ich jetzt noch machen? So viele Schmonde sind jetzt hier nicht freigeschaltet. Kommt denn hier irgendwas mit einem T-Rex oder so, wo ich wegrennen muss oder sowas in die Richtung? Ah, den da, warte mal, das kann ich machen. Cool. Ich würde auch sagen, ja. Zumindest glaube ich, der am meisten hängen bleibt oder irgendwie sowas in die Richtung zumindest. Richtig, richtig gut, ohne Scheiß. Da haben die, mit dem Spiel haben die sich, was vor allem was Mario-Verhältnisse angeht, extrem selbst übertroffen. Yes! Cool! Willst du sagen, dass Odyssey eines der einfachsten Mario-Spiele ist? Ja. Klar. Sicher. Das ist... Aber auch... Ich meine, unter anderem auch der Zeit geschuldet, in der es rauskam, ne? Also, ich glaube, dass du Mario... Ach, ich muss schon wieder. Okay. Cheers. Sowas wie Super Mario Bros. 1 kriegst du heutzutage. Also als Mario-Spiel kannst du es wahrscheinlich gar nicht mehr veröffentlichen. Aber ich meine, auf der einen Seite natürlich das Einfachste, oder? Ja. Was soll denn einfacher sein? Ja. Das einfachste Mario-Spiel. Und, aber dann auf der anderen Seite halt auch wahrscheinlich mit Abstand das umfangreichste, oder? Das würde ich wahrscheinlich so sagen. Ein anspruchsvoller Nachfolger. Ey, ich würde es mir wünschen, ja. Aber es ist, also ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass Nintendo Mario als Franchise nochmal für irgendwas Anspruchsvolles nutzt, irgendwie. Ich würde es sehr, sehr gerne nehmen. Ich weiß, was ich machen möchte. Ich kann da hinten Go-Kart fahren oder so, ne? Ich würde es sehr, sehr gerne nehmen. Aber, nicht alle gespielt. Nein, also, ist mit Abstand. Ich würde sogar sagen, mit Abstand das einfachste Mario-Spiel. Also vor allem, wenn wir jetzt mal nur das Any%-Zeug nehmen, ist das schon extrem einfach, oder? Oh, funktioniert das nochmal? Scheiße. Was? Wie lenke ich denn? Steuern. Ach. Oh. Ach du Scheiße. Hab ich leid... Hey! Wahnsinn. Habe ich einfach gesagt? Ich meinte, extrem schwer und ungerecht. Ich hab gedacht, ich lasse mal meine Finger davon. Vielleicht funktioniert es ja von alleine. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Das Dark Souls der Mario-Spiele? Auch. Natürlich auch. Natürlich ebenso korrekt. Kann ich da jetzt nicht reinfahren? Doch. Was soll ich machen? Hä?
Alter, muss ich hier nicht irgendwann sogar irgendwas mit irgendwie Zeitbeschränkung machen? Also, boah, ist das fürchterlich. Capture Card, Elgato HD 60 Plus oder irgendwie sowas. Das hat aber mit der Capture Card nichts zu tun. Das ist, also die, ich vermute mal, dass du fragst wegen den Ausfällen da. Das hat mit der Capture Card nichts zu tun. Das liegt an der Docking Station von der Switch, die ist kaputt. Game-Führerschein? Ich habe in jedem Spiel automatisch einen Führerschein, dass ich besitze, das ist doch klar. Keine DLCs. Ja, ich finde es auch schade, dass keine DLCs. Vor allem war ich mir bei Odyssey auch echt sicher, dass es welche geben würde, aber scheinbar sah Nintendo das anders, keine Ahnung. Also ich war mir wirklich sicher, dass es Odyssey DLCs geben würde, weil es bietet sich ja einfach mal an. Ne? Es ist das erste Mario-Spiel, wo das ohne weiteres möglich gewesen wäre. Ich meine, 3D-Land von mir aus auch noch so gerade eben, aber also das erste, wo es wirklich komplett ohne weiteres möglich gewesen wäre. Nice. Deswegen war ich mir echt sicher, dass es welche geben würde, aber scheinbar nicht. Wobei ich allerdings auch sagen muss, dass ich persönlich habe nie diese lustigen Online-DLCs da gespielt, die kostenlosen, die habe ich nie angetastet. Sind die gut? Lohnen die sich? Nee, oder? Ach, komm schon! Jetzt nicht zweimal, meine Fresse, ey. Ernsthaft? Easington, grüß dich. Hi, wie ist die Lage? Welche Charaktere glaubt ihr kommen in den nächsten 6 Smash-DLC-Charakteren? Also ich erwarte Waluigi. Das schon mal auf jeden Fall. Ich würde sogar mich fast schon darauf festlegen zu sagen, dass das neue DLC-Paket fast ausschließlich wegen Waluigi bekannt gegeben haben. Weil ich vermute, dass die Nachfrage nach Waluigi etwas unterschätzt haben und die DLCs, die sie jetzt veröffentlicht hatten, im Prinzip schon so weit zumindest fertig waren, dass sie nicht einfach hätten canceln können. Ja? Und dass sie dann gemerkt haben, oh scheiße, die Leute wollen so dringend Waluigi haben, dass es jetzt im... Ach, warte mal. Gab das hier nicht noch einen Stern? Oder Mond? War das der hier? Wie geht der nochmal? So. Gibt der mir nicht irgendwann Mond? Du bist nicht von hier, kann das sein? Du bist nämlich der Erste überhaupt, der sich neben mich setzt. Diese Stadt ist ganz schön einsam. Danke für deine Freundlichkeit. Nimm das hier als kleines Dankeschön. Yes! Ja. Ich würde mich wirklich wundern, wenn... Also Waluigi zu 100%. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt zu wenig Überblick darüber. Erstens, welche Charaktere überhaupt im Spiel drin sind. Und zweitens, welche für das Spiel interessant wären. Ich hätte vor ein paar Wochen noch Undertale gesagt. Nee, lass mal. Ich hätte vor ein paar Wochen noch Undertale gesagt. Oder ein paar Monaten, aber da haben sie ja mittlerweile das Kostüm für veröffentlicht. Also erwarte ich das mal einfach nicht mehr. Ansonsten... Was gibt's denn überhaupt sonst noch, was interessant wäre? Musik ist großartig. Wenn die noch 3 Fire Emblem Charaktere rausbringen, glaube ich, denn also dann wird denen das Haus aber komplett eingerannt, Alter. Ich glaube, das können die sich nicht erlauben. Stell dir das mal vor. Hi. Das ist auch ein Schmond. Okay, interessant, cool. Ich würde vermuten, mindestens ein, eher 2 Crossover-Charaktere. Weil Nintendo zuletzt sehr, sehr offen war, was Crossover-Charaktere angeht. Sehr viel mehr als früher. Deswegen würde ich sowas erwarten, ehrlich gesagt. Mahlzeitbett. Aber schmecken Babys denn? Ja, auch. Es kommt auf die Babys an. Aber zarte, von Pet bezeugte Babys sind natürlich die Delikatessen unter den Babys. Das sind Themen, die sollte ich nicht im Stream ansprechen, weil hinterher nimmt das weh. Wer ernst? Hallo, anonymer Zuschauer. Ich meine das selbstverständlich ernst. Was denn sonst? Disney hat Zoa verhindert. Passt zu Disney.
Bei aller Liebe für Disney, aber die sind im Moment schon, also durch ihre Marktgebaren schon auch mit das unangenehmste, grenzwertig widerlichste auf dem Markt. So sehr ich Disney wirklich mag, wie wir alle wahrscheinlich, oder die meisten von uns zumindest. Also was die Franchises angeht, die wir Disney zu verdanken haben und all so ein Kram. Aber, puh, also das ist dunkelster Kapitalismus in Reinkultur. Cheers. Die Qual der Wahl. Was meinst du? Welches Land haben wir da? Polarland oder Küstenland?